Gestern gab es einen herben Abverkauf beim Ölpreis und eigentlich müsste man ja meinen, so sonnig wie die Aktienmärkte vor allem die Lage derzeit sehen, mit der Erwartung, dass die Konjunktur sich erholt im vierten Quartal und dann in 2020, mit der Erwartung, dass es einen Handelsdeal gibt, mit der Sicherheit, dass wir sowieso ein riesiges Netz haben an Sicherheit, das die Fed unter unseren Hintern gespannt hat. Da müsste man doch eigentlich erwarten, dass der Ölpreis von diesem Optimismus profitiert, dass er widerspiegelt diesen Optimismus, der eben an den Aktienmärkten der Fall ist. Aber nein, das war eben nicht der Fall. Gestern ist der Ölpreis aus seiner leicht aufwärts gerichteten Seitwärtsrange rausgebrochen. Hier sehen wir das nochmal. Das hatte vor allem zu tun mit den Russen, die gesagt haben, naja, also hier im Winter, da wollen wir nicht unsere Ölproduktion deutlich kürzen, so wie von anderen ölproduzierenden Ländern gefordert. Der Russe also verweigert sich. Nun ist der Russe natürlich immer latente schuldig. Das haben wir schon bei den Wahlen 2016 in den USA gesehen. Er neigt schließlich zur Intervention irgendwo und irgendwie. Jedenfalls ist das eben das Problem, das die Märkte jetzt haben, dass der Ölpreis eigentlich ein bärisches Signal gibt. Warum geht es hier nach unten? Okay, wir haben gestern dann noch die API-Lagerbestände gehabt, die deutlich stärker als erwartet gestiegen waren mit 6 Millionen Barrel knapp. Da war etwa nur ein Anstieg von 1,5 Millionen Barrel erwartet. Es wird immer mehr Öl produziert, aber die Nachfrage steigt nicht so wirklich. Und möglicherweise sollten sich die Aktienmärkte den Ölpreis sehr, sehr genau anschauen derzeit, wie er sozusagen kommende Dinge signalisiert. Denn normalerweise ist der Ölpreis ja schon ein sehr guter Indikator für Wirtschaftsentwicklung, für Nachfrage, für Angebot, für den Zustand der Weltwirtschaft. Und hier zumindest gibt es ein sehr negatives Signal. Negative Signale gibt es auch jetzt aus den USA und China, und zwar in Sachen Hongkong. Da hat heute Nacht der US-Senat die sogenannte Hongkong Bill of Rights and Human Rights and Democracy einstimmig verabschiedet. Ähnliches mit einem anderen Wortlaut, aber praktisch ähnlichen Inhalts hatte schon das US-Abgeordnetenhaus eine solche Resolution, eine solche Bill verabschiedet. Und das bedeutet, dass man sich hier einhellig hinter die Demonstrierenden in Hongkong stellt, ebenso wie das Abgeordnetenhaus. Jetzt müssen sich Abgeordnetenhaus und Senat entweder irgendwie abstimmen, dass man die eine Variante nimmt, des Abgeordnetenhauses oder des Senats, oder man fügt beide irgendwie zusammen und legt sie dann dem Präsidenten vor. Jedenfalls kommt Donald Trump dadurch massiv unter Druck, denn das ist etwas, was natürlich jetzt doch wie eine Bürde auf den Gesprächen zwischen den USA und China lastet. Und wie stark, das sehen wir hier. Da hat zum Beispiel heute dann China den Botschafter der USA in Hongkong einbestellt und ihm hier die Leviten gelesen. Man muss ja wissen, Hongkong wird ja von den USA ganz anders behandelt als China. Hongkong gilt ja praktisch für die USA nicht als China. Dementsprechend gibt es da viele Sondervereinbarungen mit Hongkong, und faktisch wollen sowohl Abgeordnetenhaus als auch Senat letztendlich, dass Hongkong wie China behandelt wird, wenn hier die Polizei weiter so eingreift. Allerdings muss man eben auch sagen, dass die Demonstranten durchaus auch gewalttätig sind. Wie auch immer, jedenfalls gibt es hier scharfe Kritik in chinesischen Medien. Wir sehen hier die Global Times, die sich wieder echauffiert über das, was Donald Trump gesagt hat, nämlich gestern, wenn es zu keinem Deal kommt, dann werde ich die Zölle noch höher gestalten, werde ich sie noch mehr anheben. Hier sagt die Global Times, dieser 18-monatige Handelskrieg zeigt, dass China nicht auf solche Drohungen reagiert. Also die Stimmung ist geradezu euphorisch zwischen den beiden. Und dann natürlich wieder ein paar Schönsprecher wie Wilbur Ross, Handelsminister, der heute Nacht auf Fox gesagt hat, ich bin optimistisch, dass es einen Deal gibt. Wobei er ganz knapp nicht eingeschlafen ist. Wilbur Ross ist ja bekannt dafür, dass er bei jeder Gelegenheit ein Nickerchen macht. Bei Fox hat er das gerade noch vermeiden können. Was wird das für die Märkte bedeuten? Wir werden negativ reinkommen, die US-Futures tiefer, asiatischen Märkte tiefer, eben Risikoaversion aufgrund dieser Geschichte. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da gestern passiert ist. Hier sehen wir, dass der S&P 500 ziemlich genau auf oder bis zu seinem Aufwärtstrendkanal weiter gelaufen ist, da erstmal abprallt. Gestern katastrophale Zahlen von Home Depot, von Kohl's, Boeing hat dann noch Druck gebracht, nachdem möglicherweise über 7000 Maschinen hier umgebaut werden müssen. Wir sehen auch, dass die ganze Geschichte
wirklich mit negativen Divergenzen einhergeht. Hier sehen wir den sogenannten McLellan-Oszillator, der so ein bisschen das innere Marktgeschehen widerspiegelt. Hier sehen wir, obwohl wir neue Allzeithochs haben, haben wir negative Parameter hier. Das wird dann noch einmal bestätigt, zum Beispiel auch durch beim Nasdaq 52 Wochen Hochs, 52 Wochen Tiefs. Wie viele Aktien erreichen das? Und wir haben nicht ein neues 52 Wochen Hoch, allerdings auch kein 52 neues Wochentief, aber der Nasdaq hat gestern als einziger US-Index also auf Allzeithoch geschlossen. Also es stimmt irgendwo hinten und vorne nicht, die Marktbreite stimmt nicht, die Märkte verlassen sich eben auf die Fed. Heute ein interessanter Artikel in Politico, der sagt, die Fed, wenn sie da im Repo-Markt bleibt, dann zementiert das falsche Erwartungen, nämlich dass die Zentralbank alle Banken irgendwie schon immer ausbellt, wenn es sein muss, dass sie die Märkte ausbellt, dass sie den Märkten immer helfen wird. Und das ist Moral Hazard, sagte dieser Artikel. Genau das ist das Problem. Und wir sehen, dass hier zum Beispiel auch die Situation war ja kürzlich in den letzten Jahren, dass wir immer vor großen Rezessionen Allzeithochs an den Märkten hatten. Das war der Fall in den 90er Jahren. Das war der Fall bei der großen Rezession, wie die Amerikaner sie nennen, nämlich in den 1920er Jahren, in den späteren 1920er Jahren. Also es ist kein Beleg für die Gesundheit einer Wirtschaft, für die Gesundheit sozusagen der Weltwirtschaft, dass Aktienmärkte wie in den USA auf Allzeithoch sind. Da kann Ungemach unmittelbar bevorstehen. Der Ölpreis könnte ein solcher Fingerzeig sein, dass dem so ist. Schauen wir uns zunächst mal die Dinge an, wie sie sich hier charttechnisch darstellen. Charts wieder von Capital.com. Wir sehen den Dow 27.884, hier weit entfernt, also etwa 250 Pünktchen von dem Hoch, das wir gestern, 260 Pünktchen, das wir gestern gesehen hatten. Wie gesagt, Home Depot und Boeing vor allem belastend. Wir sehen den S&P 3113, gestern eben genau, wo ist diese Aufwärtstrendlinie gelaufen, bei 3131 etwa. Wir sehen den Nasdaq 8307. Was wird der deutsche Leitindex daraus zaubern, der gestern ja nochmal sich richtig Mut angetrunken hatte, aber dann je Kopfschmerzen und einen Kater bekam, jetzt möglicherweise ein Fehlausbruch. Aktuelle Taxe 13.172, wir haben den Euro bei 1.1071, wir sehen Gold 1.400 knapp 75 und sehen eben, dass Crude Oil hier Schwierigkeiten hat. Kürzlich noch im Bereich fast 58 war, jetzt sind wir knapp über 55. Das ist eine Aussage, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Handelstag. Heute um 20 Uhr das Highlight vielleicht. Neben dem Ölmarktbericht 16:30 das Highlight wird das FED-Protokoll um 20 Uhr sein. Dazu mehr heute Abend im Marktgeflüster. Ich sage Servus und Ciao.